Herzlich willkommen, liebes Publikum zu Hause. Wir machen zu Beginn mit der Singschule Oberwallis den Schwarzen Tänzer, ein Stück, das ich extra für das Festival in Basel geschrieben habe. Es ist eine Sage aus Erlen. Damit, dass Sie wenigstens verstehen, was wir dort spielen. Früher war es so, dass der Priester zum Beispiel zur Passionszeit verboten hat, dass die Jugendlichen oder die jungen Männer und Frauen tanzen durften. In diesem Fall haben sie es trotzdem gemacht, gingen weit weg vom Dorf und tanzten. Und plötzlich ist unter ihnen ein schwarzer Tänzer. Und sie sehen, es ist der Teufel. Schnell gehen die meisten weg, nur zwei vergessen sich. Es heißt in der Sage, es sei fast ein Kind entstanden, so nah waren sie sich. Es gibt ein großes Feuer. Die Kinder, Jugendliche, die draußen sind, holen den Pfarrer. Sie singen das Ave Maria. Es gibt eine große Explosion. Nach Stunden wagen sie, wieder in den Saal zu gehen, in diesen Stall zu gehen. Und dort sehen sie nur noch die verkohlten Knochen dieses Paares. Viel Vergnügen mit der Schwarze Tänzer. Thank you.
Kids sind der schnelle Wechsel, ich meine vom Charakter ein abrupter Wechsel. Wir gehen zu einem Halleluja von Händel, den ich umgeschrieben habe. Es ist die Eröffnung von Erbel of the Queen of Sheba. Und aus dem Stück habe ich ein Halleluja gekriegt.
shout for joy. Dann Davison hat ein rassiges Lied darüber geschrieben, über die Freude vom Herrn. Das wäre ein kurzer geistlicher Teil gewesen. Ich hoffe, ihr daheim versteht alles in ihrem Fall, was ihr gelernt. Das nächste heisst es, Eugenmeier weiss es früh. Ein Lied, das vor 20 Jahren hier in der Kirche Martinskirche in Basel ist prämiert wurde. Der Eugenmeier, der Musikdirektor, hat den ersten Preis von einem Chorwettbewerb bekommen. Und der Hannes Daugwalder von Zermatt ist 6 von den 97-Jährigen haben wir den Preis empfangen. Welches du das bekannt, weil es geliebt vom Eugenmeier? Vom Oberwallisgeber nach Israel zu zwei wunderschönen Gesängen. Das erste ist das Buch Keshet Levana von Hadar. Es bezeichnet den wunderschönen Regenbogen, den man in der grossen Vielfalt als Friedenslied bezeichnet, weil er die verschiedenen Farben der Kulturen
und von dem Frieden, was er verwählt sind, würde darstellen. Aber falls es traditionswert, du die Liebe. Thank you.
komisches Schmeißen war. Wo sie so rassige Lieder und das kommt so direkt nicht vom Publikum. Aber wir spüren, er ist schon daheim, wie es mit diesem Walliser Dialekt heißt. Das nächste, sehr wohl auch. Es ist aus dem berühmten Film Le Gaviste von César Bagatti. Ulla Jaylor, ein norwegischer Komponist, war in Amerika gelebt, hat geschrieben Days of Beauty. Die nordische Landschaft versuchen wir jetzt im Chor darzustellen. Der Gelegenheit habe ich mal gleich ganz kurz einen Dolgiger vorstellen. Das ist der Alexander Dubach. Ich habe ihn mal angeschaut. Er ist durch zwei bekannte Sachen nicht schweizweit bekannt worden, sondern in Island. Es hat sogar eine ganze Firma gegeben, die Film über ihn gedreht hat. Die erste Geschichte war, es ist mal passiert, dass er scheinbar Stradivari, und das ist eine echte Sache, im Zug hat Lalico, jemand hat ihn gestohlen und das ist eine lange Geschichte und daraus ist ein Film entstanden. Und die zweite ist eine viel schönere Geschichte. Er war einer der ersten der Welt, der sämtliche Paganini-Violinkonzerte auf CD, die Band oder auf Datum auf Schallplatte
Platte, Schellackplatte. Und darum freut es sich besonders, dass wir den noch wieder in dem tollen Konzert haben, mit seiner grossen Leidenschaft, mit seiner Musikalität uns begleiten. Jetzt im J-Lo Day of Beauty. Silvia Kartel kehrt jetzt aus einer australischen Komponistin über Fans S. Jussin wieder ein freudiges Lied auf die Singung.
Wallis, ins Oberwallis. Und gleich die Augwander, wenn ich früher schon vorgestellt habe, mit welches Gefühl, hat einen wunderschönen Text geschrieben. Die Misch. Wir haben Misch in Isch und Isch. Die sind Isch. Haben wir alles verstanden? Nochmal. Wir haben Misch in Isch und Isch und die sind Isch. Also, Übersetzung. Wir haben Mäuse in unserem Haus und die sind unser. Wieso das? Vielleicht sagt man der Deutschen Schweiz oder wie ich euch sehe, wo du dann auch noch das Zähnweh verbunden. Im Wallis tut man halt den Rand und noch sogar die Misch im Keller verbunden. Lullaby of Broadway. Also Lullaby Broadway from Warm. Thank you.
der verrückte Adventszeit, nein, ist umgekehrt, in der verrückten Corona-Zeit war in der Adventszeit der schlimme Schmorn, wo man nicht einmal hat, einen Chor gross singen, ist entstanden, diese Nummer da, Steal Away, da hat einfach nur noch in Minigruppe miteinander singen. Das Spiritual Steal Away, wir sagen auch die 16-Plus-Gruppe. Daniel Kohlbus hat geschrieben, sehr schöne Song auf Musik, How Much My Heart Yearns to Sing, Love to Sing. Thank you.
Ihr Evangelist Kuris vorgerät, dass es einen anderen wunderschönen Musikfilm Lena's Song aus Flying the Field von Nelson. Bevor dass wir eine Zugabe machen, ist üblich eine Zugabe von der Singschule Oberwallis ganz, ganz herzlich danken, die wir daheim durchgehalten haben. Es ist nicht so einfach, nur über Video ein also Konzert zu kehren. Und es ist mir sehr, sehr wichtig zu danken, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist um Giger, um Alexander Dubach, kommen gerade hierher. Ist eine Pianistin, der Dorothee Steiner. Ich rede wenigstens gerade einmal, wenn es mit Maske schwieriger ist zum Publikum.
Wir haben hier die Paola Ciadella vom Ögra bitte mit, die bleiben gerade da bitte. Der Name Federica Napoletani. Und irgendwo haben wir noch Silvia, bitte Ögra auf der Bühne. Ich glaube, sie ist da. Herzlichen Dank. Kommt gerade hier bitte. Und ich schlage vor, wir geben diesen vier tollen Leitern einen tollen Applaus. Aus dem Rittersaal vom 1. Mai noch wieder nachverfolgen. Ganz herzlichen Dank für den Leuten hier von der Technik und dem ganzen Festival, was mit einem riesigen Aufwand ermöglicht hat, dass wir das auch durchführen können. Wir sehen, ich bin der Einzige, das ist offiziell, der Dirigent darf die Maske abziehen, wenn er dirigiert. Und alle anderen, selbst der Giger und alle hinter ganz oben mit Maske gespielt und gesungen. Verrückt, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ein Vergnügen daheim gehabt und ihr habt im Herzen ein bisschen Bewegung. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt verteilen wir uns, das haben wir nicht können proben, aber wird das jetzt gleich so, dass ihr in der Kamera drin seid. Ihr kommt bis hier voran, so um, so, nicht zu weit hinter, sonst seid ihr im Schatten. Kommen wir mal hier nach. Du, Alexander, kannst da bleiben, wie es dir geht. Jawohl, noch weiter voran bis hier. Bis hier. Ja, man füllt das Sattings auf. Normalerweise macht man das ums Publikum um, wie du halt über ihrem Herzen schließt in der ganzen Schweiz.